Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns. Die Gnade von uns, Ihre Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft von der Heiligen Geist ist mit uns. Bei herzlich willkommen in die Haus von der Herren. Herzlich willkommen. Wir feiern den 18. Sonntag nach Trinitatis. Das Thema, das höchste Gebot. Es geht um die Gottesliebe, sowohl als auch um die Nächstenliebe. Es geht um die Nachfolge Christi als Jünger Jesu zu leben. Dazu auch der Wochenspruch aus 1. Johannes 4, Vers 21. Dies Gebot haben wir von ihm, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und ich darf annehmen, auch die Schwester. Am Anfang, weil die Vorschriften sind, wenn hier so viele anfassen, müsste man das jedes Mal auch abwischen. Deswegen bleiben wir stehen. Empfangen das Brot, die Kelche und die kleinen Gläser legen wir zurück in den Schüsseln hier in der ersten Bank. Hoffentlich hier auch in der Mitte nicht so ein großer Verkehrsknoten. Ja, soweit die Abkündigung. Möge der dreieinige Gott uns reichlich segnen durch sein Wort und Sakrament hier in der Glaubensgemeinschaft. Wir beginnen mit einem Lied, das die Konfirmanden auch gelernt haben. Lied Nummer 1. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel hat. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Liebe Schwestern und Brüder, damit wir diesen Gottesdienst recht und ehrlich feiern können, lasst uns knien, Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesu Christi.
vor Gott und voreinander gestehen wir, weil wir so wenig der Liebe zutrauen, fehlt es so oft am mutigen Einsatz füreinander. Weil wir immer wieder Gottes Befreiung missachten, findet sich bei uns so viel Sorge und Angst. Weil wir uns nicht als Werkzeuge seines Friedens gebrauchen lassen, gibt es in der Welt viel Streit und Hass. Wir bitten Gott um Verzeihung und Gnade. Gott, sei uns Sündern gnädig. Amen. So schreibt der Apostel Johannes: Von Christi Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Seine Gnade und Wahrheit ist durch Kreuz und Auferstehung zu allen gekommen, die wir glauben und zu ihm flehen. Er vergebe euch eure Sünden und führe euch zum ewigen Leben. Wahrlich, wer glaubt und getauft wird, der soll selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Lasset uns beten. Herr heiliger Gott, du hast uns geboten, dich über alles zu lieben
und unseren Nächsten wie uns selbst. Wir bitten dich, gib uns deinen Geist, dass wir in dieser Liebe leben und dir darin täglich dienen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir bleiben stehen. Wir hören nämlich das Evangelium für diese Lesung zu diesem Sonntag, 18. Sonntag nach Trinitatis, aus Markus 12. Es trat zu Jesus einer der Schriftgelehrten, der ihm zugehört hatte, und fragte ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrlich recht geantwortet. Es ist nur einer und es ist keiner außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen und von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seine Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte ihn mehr zu fragen. Soweit die Lesung. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Wir singen nun das Lied zur Einleitung der Taufe. Bei Vers 3 frage ich die Eltern und Paten, nach vorne zu kommen. Thank you.
Die Friede von die Heere is met julle. Jesus Christus het verklaar, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, daarom gaan heen. Maak mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle onderhou alles wat ek vir julle geleer het en die belofte, kyk, ek is met julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Ons Here Jesus Christus het ook gesê, hy wat glo in hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Laat ons die kind seën. Ontvang die teken van die kruis op die voorhoof en op die bors, omdat jy verlos is deur Jesus Christus die gekruisigde. Ons bly net so sit, ons sluit die oë. Here, in die genade vra ons u om hierdie kind te beskerm, hierdie kind wat u uitverkies het, beskerm hom voortdurend deur die mag van die kruis van ons Here Jesus Christus, met wie se teken ons die kind geseën het. Maak hom los van alle boeie, van die bose, skenk aan hom die wedergeboorte en help hom op die weg van die verlossing, sodat ook hy 'n erfgenaam van die hemelse koninkryk mag word, deur ons Here Jesus Christus. Amen. Liewe ouers, op die dag van julle troue is die gebod en die belofte van God vir julle huwelik toegespreek. Daarom mag julle ook hierdie kind as 'n gawe van die Here ontvang, wat deur julle in die Christelike geloof opgelei moet word, sodat ook hy 'n lewende lidmaat van die gemeente van Jesus Christus sal bly. Is julle gewillig om hierdie verantwoordelikheid op julle te neem? Antwoord dan ja. Liewe peetouers, julle het die peetouerambt vir hierdie kind aanvaar, daarom behoort julle namens die Christelike gemeente hierdie kind aan te neem en saam met die ouers daarvoor te sorg dat hy groei in die tug en vermaning van die Here, veral die 10 gebooie, die geloofsbelydenis en die Onse Vader sal leer. Is julle daartoe gewillig? Antwoord dan ja. Die Here skenk julle daartoe sy genade en die bystand van die Heilige Gees. In die Markus Evangelie lees ons hoofstuk 10. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om hulle die kindjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Om hierdie seën ook vir hierdie kind te ontvang, laat ons saam as een gemeente die Onse Vader bid. Ek vra julle om te staan. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe ouers en peetouers, julle het aan hierdie onmondige kind uit die Christelike geloof verleen julle nou hulp en gaan as sy plaasvervanger by die heilige doophandeling optree. Antwoord dan nou as plaasvervangers van die kind op die vraag: versaak jy die Satan en al sy werke en sy hele wese? Antwoord dan ja. Glo jy ook in die Vader wat jou geskep het? Antwoord dan ja. Glo jy aan God die Seun wat jou verlos het? Antwoord dan ja. Glo jy aan God die Heilige Gees wat jou heilig en eendag sal volmaak? Antwoord ja.
Laat ons dan ook saam die geloof berei waarin ons almal gedoop is en hoop om eendag te sterf. Wir beten zusammen oder bekennen das Glaubensbekenntnis in Deutsch. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur rechten Hand Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten den Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Hagen Heinrich Hillermann. Ich durb jou in die Namen von die Vater, in die Sohn, in die Heilige Geist. Die almachtige God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat jou weergebore het uit water en die Heilige Gees, en jou al jou sondes vergewe het, versterk jou met sy genade om die ewige lewe te beerwe. Vrede van die Here is met jou. Amen. Die gemeente mag gerus sit, terwyl die koor nou ook sal sing. Vraag ek dat die kers oorhandig sal word. Die kindjie sal vorentoe kom. Ek sal die kers by die altaar aansteek as teken van die lig wat van die Here af in ons lewens sal inskyn. Dankie julle peetouers, julle mag teruggaan. Die ouers sal nog bietjie vorentoe bly. Baie dankie. Die vers wat in die kindjie se lewe gegee word, kom uit Psalm 28 vers 7. Die Here is my krag en my skild, op hom vertrou my hart. Ja, ek het hulp ontvang en my hart jubel, met my lied wil ek hom prys. Psalm 28 vers 7. Asseblief tree vorentoe dat ons die seën ook oor julle spreek. Ons loof die Here met woorde uit Psalm 100.
Jeuch vor die Heere, o ganse aarde, dien die Heere met blijdskap. Kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Heere God is. Hy het ons gemaak en ons syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoof met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want die Heere is goed. Sy goedertierendheid is tot in ewigheid, sy trou van geslag tot geslag. Almagtige, barmhartige God, ons is saam met hierdie ouers bly, dat u ten spuite van ons sondige natuur, nogtans ons in genade opneem. Vandag het u as redder opgetree vir Hagen Heinrich Hillemann, en hom deel van die lichaam van Christus, deel van die koninkryk van God gemaak. Laat die kind blymoedig groei in u liefde en u liefde leer ken. Gee aan die ouers krag en wysheid om hulle kind met toewyding op te voed, sodat hy tot eer van u mag lewe en eenmal tesame met hulle in u ewige koninkryk sal ingaan deur ons Here Jesus Christus. Mag die almagtige en barmhartige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, julle seën, behoed en bewaar van nou af en vir altyd. Amen. Dankie en baie geluk wag nog. Wir singen jetzt das Lied vor der Predigt. Jesus, nimm die Sünde an, sage, dort bist du's vor allen. Welcher von der rechten Bahn auf verkehrtem Weg verfallen, hier ist, was sie retten kann. Jesus, nimm die Sünde an. Deine Gnade sind wir wert, doch hat erhält seinem Worte. Eidlich sich dazu erklärt, sehet nur die Gnaden Pforte. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Wegen. Das Wort Gottes kommt heute zu uns aus 5. Mose 30, Verse 11 bis 14 ist der Predigttext, aber ich lese noch ein bisschen weiter, damit wir auch den Kontext noch ein bisschen besser verstehen. Gott spricht zu seinem Volk, denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest,
Wer will für uns in den Himmel fahren und es holen, dass wir es hören und tun? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns übers Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Das ist, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, seine Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren, und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du anderen Göttern anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben wählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Herr, segne auch dieses Wort an unser aller Herz. Amen. Liebe Gemeinde, da sitze ich nun als guter Lateraner mit den Händen in den Haaren und denke, was nun? Lauten doch die vier Grundsäulen der Reformation, das Wort allein, der Glaube allein, Christus allein und die Gnade allein, sola gratia. Und hier ermutigt das uns der Herr, das Gesetz zu halten. Und wehe dir, wenn du es nicht tust. Hier hast du die Wahl, Leben oder Tod, Fluch oder Segen. Es sieht so aus, als ob hier klare Berechnungen gemacht werden können. Tust du das Gutes, tust du Gutes, dann lebst du, tust du Böses, dann stirbst du. Nichts mehr von Gnade, oder wie? Und dann schaukel ich hin und her auf meinem Schreibtischstuhl. Und letzte Woche beim Pastorenkonvent im Buschfeld haben wir auch kurz darüber gesprochen. Jemand meinte, ist doch einfach, die Liebe. Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Denke ich so bei mir selbst, dann sind wir im gleichen Stand mit allen Religionen, die ebenfalls die Liebe verkündigen. Immerhin, Tatsache ist, dass Jesus mehrmals aus dem fünften Buch Mose zitiert. Es ist das Gesetzesbuch per excellence. Jesus liebte dieses Buch. Und wenn Jesus so ein Buch liebt, dann sollte ich schon darauf Acht geben, nicht wahr? Ich hoffe, ihr lest jeden Abend so ein Kapitel aus diesem Gesetzbuch, oder? Und ihr tut, was im Gesetz geschrieben steht, hoffentlich. Da könnte man das ganze Gerede von Gnade und so ja in den Mülleimer werfen. Dann haben die anderen ja doch recht, wie Jesus zu dem reichen Jüngling hinsichtlich den 10 Geboten sagt, tue das, so wirst du leben. Und der junge Mann sagt, ja, das habe ich alles gehalten von Kindheit an, aber das Leben ist nicht da. Es fehlt noch was. Und Jesus sagt ihm dann, verkaufe alles, was du hast. Gib's einfach weg an die Armen und komm und folge mir nach. Also man könnte verstehen, wieder was tun, alles weggeben, Jesus nachfolgen. Es sieht so aus, als ob Jesus es noch besser machen will als die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich doch nun wirklich angestrengt haben. Wie nun? Und da muss ich erstmal einen Schritt zurücknehmen, das größere Bild so ein bisschen in Betracht ziehen. Und dann entdecken wir Folgendes. Wir halten den Gedanken, aha, Israel ist unterwegs aus Ägypten zum gelobten Land, 400 Jahre als Sklavenvolk. Es hatte noch nie eigene Rechte gehabt, eigene Struktur, eigene Verwaltung, eigene Politik. Jetzt aber stand es kurz vor dem Einzug in das gelobte Land. Und was braucht jedes Volk? Strukturen, Ordnungen. Übrigens, was ja jeder Mensch auch braucht.
Strukturen. Und wir haben so unsere Rituale. Morgens aufstehen, nicht wahr? Waschen, Frühstück, Zähne putzen, zur Schule gehen, lernen oder zur Arbeit gehen. Und was machen wir unterwegs? Wir ordnen uns ein in die Verkehrsregeln, dann geht's gut. Nicht wahr? Wenn du hier mit 80 hier in das Gelände hineindrehst, dann wirst du Wahrscheinlichkeit Schaden erleiden, denn das Naturgesetz sagt dir doch, dass das Auto nicht für solche Geschwindigkeit gemacht ist. Auch die Wissenschaft ist ja zum größten Teil Untersuchung der Naturgesetzmäßigkeiten. Mathematik ist Ordnung. Geschichte ist Systematisierung von Verhaltensweise. Biologie ist Sammeln von Erkenntnissen und Einordnung und so weiter. Und es wird selbstverständlich angenommen, wenn man die Naturgesetze missachtet, wird man Schaden erleidet. Wenn du keine Ordnung hineinbringst, entsteht Chaos. Also, was wählst du? Und Israel hatte als Sklavenvolk keine Ahnung, wie um das soziale Leben zu ordnen. Und da gibt Gott diesem Volk Israel erstmal eine Grundlage. Wir können auch sagen, ein Grundgesetz. In den ganzen 5 Büchern Mose finden wir also erstmal eine Grundstruktur für ein neues Volk. Es sind politische Gesetze, wie Recht und Gerechtigkeit in einer Gesellschaft aussieht. Medizinische, hygienische Vorschriften, gottesdienstliche Rituale, Kultur, Schule, Wissenschaft und so weiter und so weiter. Ah, und du dachtest, es geht nur um die 10 Gebote? Nein, alle möglichen Gesetze sind da, einzugehalten zu werden. Und wenn Gott sagt, jetzt, ich lege dir das Gesetz vor, dann sind das also alle Gesetze, damit da überhaupt erstmal Struktur reinkommt, damit das Leben sich entfalten kann, damit man arbeiten und ruhen kann, feiern, nicht wahr, und richten und produktiv sein kann. Und es ist ganz offensichtlich, dass wenn du eine Gruppe Menschen vor die Wahl stellst, also wollt ihr ein Grundgesetz haben oder wollt ihr lieber, dass jede Person machen kann, was er oder sie will, was ist die Wahl, Ordnung oder Anarchie, Frieden oder Krieg, Leben oder Tod, dann wird doch die Wahl wohl sein, wir möchten Frieden, in Frieden miteinander leben. Okay, dann halte auch die Gebote ein. In diesem Sinne sagt Jesus und auch Paulus und alle Bibellehrer, das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Ich möchte so ein bisschen einen Exkursus machen und doch einen Aspekt betonen im Lichte der Prüfung der Konfirmanden heute im zweiten Gottesdienst. Diese Ordnungen sind ja auch Verordnungen. Sie müssen gelernt und unterrichtet werden. Unterricht und Bibel gehört, Bildung gehört zum Bund Gottes mit dem Menschen. Klar, wir leben heute im Jahr 2020, nicht mehr 1500 Jahre vor Christus. Wir haben als sogenannte moderne Menschen in der Gesellschaft haben wir Religion und Staat voneinander geschieden. Wir haben nun nicht unbedingt mehr die Bibel als Lehrbuch im normalen Schulunterricht. Da muss man sich erstmal hineindenken, dass damals Politik und Religion und Wirtschaft und Rechtssystem alles ein Kuchen war. Nicht wahr? Wie in manchen extremen Ländern heute noch, da verwendet der Richter den Koran als Gesetzbuch. Der Scheich regiert nach dem Koran, die Händler richten sich nach dem Maßstäben des Korans. Klappt nicht immer so, aber man sagt es doch so. Umgekehrt haben in der sogenannten westlichen Welt die meisten Menschen die Bibel ins Regal gestellt und meinen, Gott hat uns ja sowieso eigentlich nichts mehr zu sagen. Den kann man vergessen. Ja, und dann kein Wunder, dass die Bibel so aussieht, wie sie aussieht. Gott lässt nicht mit sich spotten. Unterricht und Bildung ist wirklich einer der schwersten Aufgaben, die Eltern mit auf dem Weg gegeben werden. Aber auch damit ist verbunden mit der größte Segen, den wir hier auf dieser Erde erleben dürfen.
Willst du das Leben? Dann gehört selbstverständlich auch die geistige und geistliche Ausbildung dazu. Und ich danke dieser Gemeinde und der Schule mit allem Personal, dass diese Einsichten erhalten bleiben. Möge der Segen Gottes weiterhin auf unser Schaffen liegen, den Unterricht so zu fördern, damit die nächste Generation auch wirklich zum Leben geholfen wird. Zurück zu der Frage jedoch, wo ist die Gnade? Da gibt es einen sehr guten Hinweis, auch im Neuen Testament. Liegt es an unserem Tun, den Segen Gottes zu kriegen? Paulus geht darauf ein. Genau auf diesen Text aus Deuteronomium 5. Mose 30. Den zitiert er auch in seinem Brief an die Römer. Römer 10, Vers 5. Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der dieses tut, wird dadurch leben, schreibt Paulus. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so: Spricht nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten herauszuholen. Aber was sagt sie? Das Wort ist nahe, in deinem Munde, in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. So schreibt Paulus an die Römer. Ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, was Paulus da macht. Paulus ersetzt das Wort Gesetz mit Christus. Eine 1:1 einfach ausgewechselt. Also Mose sagt, du sollst keine Ausreden suchen, damit du das Gesetz nicht tust, als ob du nicht wüsstest, was das Gesetz sagen würde. Es ist in deinem Herzen. Du weißt schon ganz genau, was die Ordnung Gottes sind. Paulus sagt, du sollst keine Ausreden suchen, als ob du nicht wüsstest, was Christus sagt. Er ist in deinem Herzen. Und diesen Christus predigen wir euch, sagt Paulus. Er ist in diesem Evangelium, in seinem Wort. Also ich verstehe das so, das, was das Gesetz bringen wollte und das, was Christus gebracht hat, ist ein und dasselbe. Es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gott will das Leben schenken. Jedoch muss man hinzufügen, Paulus schreibt ja schon 8 Kapitel lang. Und da hat er erklärt, dass ein Mensch eben aus sich selbst nicht imstande ist, das Gesetz zu halten. Wir schaffen es nicht, es ist zu schwer. Die kleinste Übertretung bringt Fluch und Strafe. Das Gesetz alleine für sich wird zu einer unerträglichen Last, Strafe und Tod, weil wir Menschen es nicht halten. Dann kam Christus, der das Gesetz Gottes eben perfekt hielt, den ganzen Segen Gottes in sich trägt und nun das Auferstehungsleben zu den Menschen bringt. Er ist die Erfüllung von dem Gesetzen. Diesen Jesus hat uns Gott geschenkt. Halte an ihm fest und hast du ihn, dann hast du genau das, was das Gesetz schon immer auch versprochen hat. Mit ihm kommt die Erfüllung des Gesetzes. Ohne Christus ist das Gesetz nur Moral, Anstrengung, Last und bringt mit sich Strafe und Scheidung von Gott. Aber mit Christus wird das Gesetz leicht und eine Freude und bringt mit sich die Einheit mit Gott. Hast du Christus? Dann folge ihm nach. Übe dich in der rechten Jüngerschaft. Lebe deine Berufung als Volk Gottes. Er schenkt dir seinen Segen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Ich werde ein kurzes Gebet sprechen, danach den Lobvers, dann weiter auch Gebet. Wir schließen zusammen ab da mit dem Vater unser und gleich danach schaffe in mir Gott. Wir beten. Herr, wie um das täglich Brot bitten und danken wir für dein Wort. Du hast es in unserem Mund und unserem Herzen gegeben. Dein Wort hat in uns bewirkt, dass wir dir Dank bringen mit Herzen, Mund und Händen. Und von den Gaben, die du uns geschenkt hast, bringen wir dir in den Kollekten am Ausgang mit unseren Banküberweisungen und unseren Dienst am nächsten. Segne diese Gaben, damit deine Kirche auf Erden gefestigt und dein Reich in der ganzen Welt ausgebreitet werden möge. Dir bringen wir Lob und Dank. Amen. Mache uns ruhig in dir, besonders in diesen unruhigen Zeiten. Schenke uns Mut, lass dein Wort uns verwandeln, dass unsere Füße dein Heil weitertragen, dass unsere Knie sich vor dir beugen, dass unsere Hände sich zum Dank und Fürbitte zu dir erheben, dass unsere Herzen in Lieben brennen, dass unsere Arme sich in der Not anderer, annehmen. Dass unsere Ohren auf deine Stimme lauschen, dass unsere Augen dein Heil sehen und dass unsere Gedanken und Willen nach deinem Reich trachten. Heilige uns in deiner Wahrheit. Segne du auch, Herr, unsere besonders die Eltern, wie wir gebetet haben, und den Täufling Hagen, Herr, dass auch er in der Gemeinschaft der Gläubigen fröhlich aufwachsen möge. Segne du unsere Konfirmanden, die heute geprüft werden. Wir freuen uns schon auf dein Konfirmationsfest. Segne auch, Herr, die andere Aktivitäten in unserer Gemeinde. Segne unser Land und Regierung, dass die Verantwortlichen zum Wohl aller dienen. Schenke Arbeit für die Arbeitslosen und gute Verhältnisse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wehre den bösen Gedanken und Einsichten für die Gefangenen, auch bitten wir für die Notleidenden, auch in unserer Gemeinde, dass du ihnen Menschen sendest, die dein Heil weitergeben. Herr, was wir auf dem Herzen haben, an Lob und Preis, an Bitte und Danksagung, beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Und seine Güte.
Lasst uns beten. Wir danken dir, mächtiger Herr Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe hast erquicket und bitten deiner Barmherzigkeit, dass du uns solches gedeihen lassest zu starken Glauben gegen dich und zu brennender Liebe unter uns allen. Um Jesu Christi, unseres Herrn, willen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Amen. Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. In diesem Sinne auch und unter dem Segen dieser Christusgemeinschaft wünschen wir uns weiterhin noch einen gesegneten Sonntag und gesegnete Woche. Wir bleiben stehen für die letzten beiden Verse.